Also, jetzt haben wir da nichts gefunden. Jetzt hat die Pinja so, möchte so irgendwie Fleisch oder Würstchen essen, irgendwie sowas. Und wir sind da hinten ist der Jomtien Beach und wir sind hier an diesem Dong Tuang Beach. Wie heißt der Strand hier? Wie heißt das? Dong Tuang? Dong Tan. Dong Tan, ja. Aber jetzt müssen wir wieder alles zurücklaufen. Da pflanzen wir uns irgendwo hin und hier ist eigentlich viel los. So, unsere Lieben, jetzt haben wir hier Som Tam Hähnchen gekauft. Hähnchen schmeckt sehr gut. Schweinefleisch und noch so Würstchen. Wo sitzen hier mit der Pinja? Ja, Pinja. Und ich war gerade baden dorthin. So, und wir sitzen jetzt hier an diesem Strand. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt bei dem Seven Sonnenuntergang und wie ihr sehen könnt, alles voll. Kein einziger Platz frei. Die ganzen Tische, die heute Morgen noch alle frei waren, sind jetzt alle komplett belegt. Und unten ist auch alles voll. Da könnt ihr auch keinen Platz zu finden. Alle Leute stehen da, schauen sich den Sonnenuntergang an. Und später wird hier noch Halligalli geben. Das ist jedes Mal so. Und das ist unser Frühstück. Ich habe ein bisschen gegessen. So, das ist für 4 Personen. Russland hat dieses Hotel bestellt. Wie heißt? Buch für das Hotel. Für 4 Personen. Deswegen, ich habe 4 Frühstück bekommen. Nicht schlecht, aber natürlich gefällt mir nicht so. Weil, ich esse nicht, zum Beispiel, esse ich aber nicht so gern. Ja. Es ist Kartoffeln mit Paprika und Zwiebeln. Ja. Bisschen Weißbrot, Jam. Orangensaft, Obst, Reis habe ich gegessen, aber so süß. Ich weiß es nicht, warum. Dieses Mal sei ich nach Thailand gekommen. Alles Essen für mich persönlich, bisschen süß immer. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich in Deutschland so lang und Geschmack von Thailand wird kein mein Geschmack, meiner Geschmack nicht mehr. Verstehen Sie? Ja. So, unsere Freunde, jetzt geht's. Jetzt sind wir schon außerhalb von Pattaya. Jetzt geht's nach. Geht's nach Bangkok oder Samut Prakan, wie ihr das auch nennen wollt. Für mich ist es ja eh eins. Die Stadt geht eine in die andere rüber. Wahrscheinlich hat von euch nicht jeder gewusst, dass der Flughafen von Bangkok nicht in Bangkok ist, sondern in Samut Prakan, richtig? Ich denke, es ist vielleicht es gehört Samut Prakan ein bisschen Bangkok, ich bin nicht sicher. Aber beide hat ich lieben zum Kragen. Ja. Aber ihr aber auch Ausländer ja. denkt immer, dass dies wonderful ist in Bangkok. In Ja. Bangkok ist. Ja. Ach, das ist, für mich ist es eher eine Stadt. Ich meine, Bangkok, das ist ja in der Mitte irgendwie getrennt. Dann kommt Samut Prakan, dann kommt Non Thaburi. Das ist doch alles Bangkok. Das ist das Gleiche, wenn ich jetzt sagen würde, Berlin, Schönefeld ist nicht Berlin oder so, keine Ahnung. Egal, sei es drum. Jetzt waren wir in Pattaya. Schon das dritte Mal, glaube ich, diese Saison. Ja, ich glaube, das dritte Mal. Wir haben gesprochen, vielleicht gehen wir Gott gut, vielleicht gehen wir Gott zahlen. Aber in real life, das ist schwer für kleine Kinder. Ja. Und was wollte ich sagen? Also wir hatten das erste Venetian-Konto war, naja, achso, dann waren wir noch in Rayong. Haben wir eigentlich Videos von Rayong gemacht? Nee, oder? Denke ich nicht. Aha. Aber
das war ein schönes Hotel dort, ein schönes. Bisschen langweilig. Bisschen langweilig. Ja. Aber das ist wichtig für Familien mit kleinen Kindern. Aber ja, auch für langweilig, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt nach Bangkok. Heute oder morgen. Morgen kommt deine Freundin. Ja. Wie viel Uhr? Von der Universität. Sie haben eine ganze Sache mit dem. Ja. Ich sage. Morgen kommt die Freundin von Pinja. Und ich mache noch auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das heute wird, vielleicht auch heute, oder vielleicht auch morgen. Haben wir noch Geld oder nicht? Geld? Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall, ich mache heute oder morgen ein Video von Bangkok, von dem Bezirk Nana Plaza. Weil viele haben mir geschrieben, wir waren ja in diesem Krankenhaus in Bumrungrad. Das ist an der Station Nana. Und viele haben mir auch direkt geschrieben oder unter den Kommentaren. Ja, ich soll nicht genug. Nicht genug, ja gut, ist also. Kann man hier bezahlen? Nein, oder? Muss man zurück? Muss man also fahren? Jemand kommt. Nein, fahr zurück. Dose? Ja. Aber das ist genug für mich. Ah. Es kommt hier ein Teil. Sag ihr mal. Was hat er gesagt jetzt? Er hat gesagt, mindestens muss man 105 Baht haben. Ah. Aber ich habe nur 100. Nee, 95. Ach so. Aber normalerweise, wer möchte ich gehen? Man zahlt nur 55 Baht. Okay. So, genau. Und viele haben mir geschrieben, ich soll doch mal ein Video machen von diesem Bezirk Nana. Ich bin jetzt nicht sicher, Plaza oder Piazza? Plaza will ich machen. Einige haben auch geschrieben, ich soll ein Video von Soy Cowboy machen und Bad Pong. Ich muss mal gucken, wo das überhaupt genau liegt. Also Nana kenne ich ja. Ich muss mal gucken, wo das überhaupt liegt. Und vielleicht mache ich heute ein Video für euch. Oder morgen, mal gucken. Weil wir haben jetzt 14 Uhr, bis wir zu Hause sind, ist es 16 Uhr. Weiß ich nicht, ob ich heute noch nach Bangkok fahre oder nicht. Aber auf jeden Fall morgen, ja. Genau, dann zeige ich euch ein bisschen Bangkok. Vielleicht Lumpini Park. Ich muss mal gucken, wie weit das alles von Lerner entfernt ist. Die Pinja kommt nicht mit nach. Du kommst nicht mit nach Bangkok, oder? Also die Kamera hat sich irgendwie aufgehängt. Die Pinja meinte, ich soll alleine gehen nach Bangkok und euch ein Video machen von diesem Red Light District. Aber ich glaube, wir waren ja mit der Pinja überall hier, in den ganzen Bars. Im Strip Club waren wir mit der Pinja, weißt du das noch? In dieser runden Bar. Mit dem Eugen. Genau, mit dem, wo du Geld gegeben hast. Okay. Dann waren wir in Soi Boakau mit der Pinja. Wir waren überall eigentlich. Überall die Bars, überall sitzen meistens Männer. Es gibt auch Frauen, aber weniger. Und natürlich thailändische, laotische, kambodschanische, myanmarische Mädels. Genau. Und ich glaube, in Bangkok ist es nicht viel anders. Aber ich gehe da mal hin und zeige euch mal, wie dort die Lage aussieht. Und jetzt sind wir unterwegs nach Bangkok. Ich vermisse schon den Luca. Den Luca. Pinja vermisst sehr den Luca. Ihren kleinen Freund. Pino Coca-Cola. Ich bin nach Deutschland zurückgekommen. Zurückgekommen. Ja. Den Luca vermisst. Genau. Sie hat ja hier auch eine Katze, die Nia, aber die Nia, she doesn't care about Pinja. Ja, sie ist alleine mit Pinjas Schwester und da geht es eigentlich sehr, sehr gut hier. Die hat sich gar nicht gefreut, dass die Pinja zurückgekommen ist. Ja. Und Luca freut sich immer. Also, bis dann, meine Lieben. So, wir sind hier in der Borapa Universität. Das ist eigentlich eine gute Uni hier in Thailand. Viele
Bekannte Uni, viele Leute auch aus Bangkok oder aus der Umgebung von, ich spreche jetzt extra leise, weil die Mia schläft, auch aus Pattaya, aus Rayong, kommen hierher zu studieren, nur dass ihr Bescheid wisst. Bangkok auch. Samut Prakan auch viel. Das ist eine große, große Uni. Und was, welche Richtung ist hier? Accounting oder? Viele, ja? Viele. Also viele, wahrscheinlich, ja, ich kann es nicht genau. Genau. Es gibt halt viele Studiengänge hier und viele Richtungen. So, und warum wir hier sind, wir sind auf dem Weg eigentlich nach Bangkok, aber die Pinya, gut, das Wetter spielt heute natürlich nicht so. Oh, die Uni ist ja riesig da hinten. Guckt euch das mal an, das ist große Uni hier. Warum wir hier sind, und zwar, wir sind hier auf dem Weg gewesen und die Pinya sagte, komm, mach mal doch einen Stopp. In es gibt Stadt. Bangsen. Diese Bangsen ist ein Strand, ja. Hier in Chonburi. Ja, auch. So ähnlich wie Pattaya, aber hier gibt es keine Ausländer wohl. Nee, nicht so viel. Hier gibt es nur Thailänder, aber das ist das einzige Weil Problem. Ausländer kennen nicht. Diesen dass Platz, wir diese Stand haben. Das einzige Problem ist hier heute das Wetter. Ist ein bisschen bewölkt. Mhm. Und ja, aber gucken wir mal, wie das dort aussieht. Guck mal, wir sind schon hier. Wir sind schon hier. In einem Kilometer sind wir hier. Ich möchte euch einfach mal das zeigen, wie das dort aus. Wie gesagt, das einzige Problem ist das Wetter, aber das kriegt man irgendwie hin. Ihr könnt euch ja einfach vorstellen, dass Sonnenschein ist, sehr ja, heiß ist. Siehst du? Ja. Stimmt. Ja. Viele Leute von Bangkok kommen hier, thailändisch, meine ich. Hier würde ich gerne wohnen. Guck mal, welcome to Bangsan Beach. Welcome to Bangsan Beach, ja. Dieser Strand gehört auch Pattaya. Nicht Pattaya. Ui, Chonburi. Guck mal. Viele Leute, aber nur Thais, genau. Und. Ein bisschen fahren? Ja. Jetski sehe ich da hinten. Es gibt schon viele Aktivitäten hier. Hier gibt es ja eins, McDonalds. Willst du gehen? Was? Willst du gehen? Wohin? Dort. Anders. Also, so sieht es hier aus. Ich habe jetzt bis jetzt 4-5 Ausländer gesehen. Also weiße Ausländer meine ich jetzt. Parangs. Ja, ist nicht schlecht. Eigentlich nicht schlechter wie in Pattaya. Ihr seht ja überall Palmen. Der Strand ist eigentlich auch sehr gut. Gucken wir mal. Gleich an der Uni hier. Ja, viele halt wahrscheinlich Studenten, so wie das Mädel da vorne mit dem Jungen. Boah, das ist halt nicht schlecht hier. Und der Strand ist eigentlich sauber. Ich bin ja sagt, da hinten ist es noch sauber. Der Strand ist eigentlich ziemlich groß. Nee, sieht gut aus hier. Also ich habe es nicht gewusst. Sieht echt nicht schlecht aus. Da hinten, ganz da hinten, gut, das ist jetzt Weitwinkelobjektiv, aber da hinten gibt es auch ein paar Hochhäuser. Das ist wahrscheinlich Chonburi. Menschen schrien. Nee, ist nicht schlecht hier. Ich muss sagen, wirklich ist gut. Der Strand ist auch groß. Oh, der ist ja riesig. Der fängt da vorne an. Und dann geht's hier alles und dann bis nach. Oh je, das
Wir sind, keine Ahnung, 30 Kilometer wahrscheinlich. Ja. Ist gut hier. Und von den Preisen her ist es natürlich auch günstiger wie in Pattaya. Ich will jetzt nicht über Phuket sprechen, da sind die Preise ja eh viermal so hoch wie in Pattaya oder dreimal so hoch. Alles viel zu überteuert. Alles viel zu überteuert. Seven, McDonald's, Burger King, KFC gibt's hier. Essen. Nee, ist gut hier. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie gesagt, es ist nicht weit von Bangkok. Das ist circa die Hälfte der Strecke zwischen Bangkok und Pattaya. Grob gesagt. Also ich könnte mir schon hier vorstellen, vielleicht 3-4 Tage zu übernachten oder so. Weil wie gesagt, das Gute ist halt, es gibt viele Einheimische, mit denen man hier vielleicht ja, ein bisschen sprechen kann. Nicht so viele Farangs oder kaum Farangs. Gleich die Uni. Also sind hier hier sind eigentlich die Menschen, die später mal das Land vielleicht regieren könnten von der Uni. Oder vielleicht einen guten Job kriegen werden. Ist gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja, sollen wir vielleicht was zum Essen kaufen? Ja. Ist es gut? Ist nicht schlecht, ja. Nimm die Kamera mit, kauf was. Und nimm ja. Sie bleibt hier, ich bleibe hier. Oder gehen wir Samut Prakan in der Soi? Hm? Ich habe gehört, dass das Essen hier sehr schmeckt. Schmeckt gut, ja? Aber ich bin vorne schon. Guck mal, lauf ein bisschen mit der Kamera, bleibe ich hier. Nein. Gehen wir dann. Samut Prakan. Ich habe schon ein Video gemacht. Hä? Gehen wir dann. Aber ist schön hier, das Meer ist auch nicht schlecht. 80 Kilometer von meinem Haus. Ja, das ist schon ungefähr die Hälfte zwischen. Von Bangkok nach Pattaya, die Hälfte der Strecke ist hier. Das Wasser ist das Wasser sauber? Ja, ist nicht schlecht. Wie Jomtien? Besser wie Jomtien. Besser? Ja. Sie wissen? Ich glaube besser, ja. Du wirst es später auf der Kamera sehen. Gut, wie gesagt. Ist halt bewölkt jetzt, keine Sonne. Wenn die Sonne da wäre, würde es natürlich noch besser sein. Ja. Also, jetzt habt ihr auch einen Einblick in diesen Bankzellen gekriegt. Also die Thais aus Bangkok kommen hierher am Wochenende, um zu entspannen. Weg von der ganzen Hektik. Leistungsgesellschaft genau die gleiche wie in Deutschland, vielleicht ein bisschen weniger. Und ich spreche jetzt über Bangkok. Und dann hier ein bisschen entspannen.
Ja? Die Pina sagt, es ist eher ausgerichtet auf Details, so wie ich das gesagt habe. Und die Preise sind hier günstiger wie in Pattaya. Von Phuket brauchen wir gar nicht reden, da sind die Preise sehr teuer. Also was heißt sehr teuer? Für Europäer jetzt nicht, aber trotzdem. Ja, und wo sind die ganzen guten Ladyboys? Pina? Am meisten gehen sie nach Pattaya. Nach Pattaya? Also ich habe hier keinen gesehen. Pattaya habe ich schon welche gesehen. Jetzt auch nicht so übertrieben viele, aber schon welche. Hier habe ich bis jetzt keine gesehen. Die sind alle in Pattaya, um die europäischen, arabischen, guck mal, das war dann australischen, ja, australischen Männer glücklich zu machen. Oder auch Frauen. So. So, jetzt sind wir im KFC. Und das meine ich, KFC in Deutschland schmeckt gar nicht. In Thailand, ich weiß es nicht, ist Geschmack ist besser, ja? Ja. Was meinst du? Für mich auch, ja. Mhm. Und in Thailand haben wir besonders, so kannst du vielleicht auch nicht gemacht, machen. Auch machen. Auch machen. Ah, das ist besonders für Thailändisch, so. Mit Reis, das gefällt mir sehr. Es heißt Khao Yam Gai Sep. Gibt auch mit Reis, guck mal. Sehr lecker. Sie müssen probieren. Und jetzt essen wir. Scharf. Guten Appetit euch auch. Ciao. Und ich muss das sagen, dass in Thailand man die Soße nehmen selber kann. Ja, so viel wie man das möchte. Ist wie in Buffett. Deutschland muss man da immer extra bezahlen. Das ist oh ja. Warum? Ich verstehe nicht. Und Cola auch. Guck mal, das ist Buffett, wie Buffett. Sie können selber nehmen, wie viel das sie wollen. Gibt's auch Tee hier, Grüntee. Grüntee. Verschiedene Geschmack. Orange, Zitrone mit Honig. Und Chili Sauce hier, Ketchup ist hier. Man kann selber nehmen. Man muss nicht extra zahlen. Das gefällt mir. Und ich habe nicht verstanden, warum in Deutschland muss man zahlen.